So, nun folgt die Vorstellung, folgt das Thema Cybersecurity und Software-Updates, vorgestellt durch Christian Preunig, unseren Manager Technics. Er wird Ihnen das Thema näher beleuchten und auch praktische Anwendungsbeispiele für Hersteller aufzeigen. Und auch hier nochmal meinerseits der Hinweis, sollte noch irgendwas unklar sein mit der Technik. Ich habe gelesen, dass bei manchen der Ton sehr leise war. Bitte einfach dieses Fragentool auch für solche Fragen nutzen. Die kann ich dann eventuell auch noch kurzfristig beantworten oder Sie einfach anschreiben während des Vortrags, wenn etwas nicht funktioniert. Gut, so, nun, lieber Christian, gebe ich an dich weiter. Viel Spaß. Dankeschön, Sabrina, für die Einladung, für die Übergabe. Auch Martin, danke für deine ja, einleitenden Worte zu dem ganzen Thema. Es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema oder eine sehr spannende Zeit im Allgemeinen, die wir momentan haben zum Thema Cybersecurity, Software-Updates, automatisiert fahrende Fahrzeuge, die ganzen Herausforderungen, die die GSA 2 mit sich bringt, aktuell im Bereich der Homologation, die durchaus einige der Fahrzeughersteller vor nicht ja, kleine Herausforderungen stellt. Bevor ich anfange mit dem Thema Cybersecurity und Informationen dazu gebe, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Mein Name ist Christian Bräunig. Ich bin bei uns im Haus der Manager Technics, kümmere mich seit geraumer Zeit darum, die ganzen neuen Vorschriften, die jetzt alle so kommen, innerhalb der SGS-Homologationswelt zu implementieren, weltweit, dass alle Standorte mit dem gleichen Stand an Wissen und an Know-how an Kundenprojekte herangehen können und dass das ganze Thema ja, homogen innerhalb der Welt der SGS bearbeitet wird. Einige von Ihnen kennen mich bereits. Freut mich an der Stelle auch, ein paar bekannte Namen unter den Teilnehmern zu finden. Ich kann mich dem Vorschlag von der Sabrina nur anschließen. Wenn Fragen aufkommen, bitte gerne auf uns zukommen. Entweder hier die Fragen- und Antwortfunktion nutzen. Wir werden versuchen, darauf einzugehen oder ansonsten im Nachgang gerne auch persönlich auf uns zukommen oder per E-Mail. Kommen wir nun zum Thema Cybersecurity und Software-Updates an sich und auf die Herausforderungen, die für die Fahrzeughersteller oder auf die Fahrzeughersteller warten. Bevor wir in das Thema ein bisschen eingehen, kurz die Agenda dargestellt, über was ich jetzt etwas referieren werde. Zum einen gebe ich Ihnen mal einen Überblick darüber, wie die Vorschriften im Allgemeinen aufgebaut sind, damit bisschen Grundverständnis dafür auch da ist, was zu berücksichtigen wir überhaupt. Wir haben tatsächlich von der Vorgehensweise her ein paar Änderungen gegenüber dem heute bekannten Verfahren, die sehr wichtig sind. Im zweiten Schritt werden wir uns anschauen, wie sind diese Vorschriften im Hinblick auf die Homologation mit zu verwenden. Da geht es hauptsächlich darum zu sehen, welche Hersteller sind überhaupt davon betroffen von dem Thema, wer von ihnen muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und ab wann müssen sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ein sehr heiß diskutiertes Thema. Nicht nur zwischen den Herstellern, sondern auch zwischen den technischen Diensten und auf Behördenebene. Im dritten Schritt gehen wir mal darauf kurz ein, was für Auswirkungen wird das Ganze haben. Und im letzten Schritt, bei den praktischen Beispielen, wird es sicherlich noch mal etwas klarer werden, wie Sie erkennen, wie geht man mit dem Thema um und wie ist das dann im Praktischen zu betrachten. Schauen wir uns die Vorschrift im ersten Schritt mal an, oder die beiden Vorschriften. Wir reden hier über die UN-Regelungen Nummer 155 und 156. Zwei Vorschriften, die vor wenigen Jahren veröffentlicht worden sind, die sich mit dem Thema Online-Konnektivität bzw. der digitalen Umgebung der Fahrzeuge im Allgemeinen beschäftigen. Die eine Vorschrift, die UN-Regelung 155, trägt den Titel Cybersecurity, also Absicherung gegen Cyberrisiken, gegen Hackerangriffe. Und die Vorschrift UN-Regelung 156 trägt die Überschrift Software-Updates, das heißt, wie geht man mit
Software-Updates unter welchen Voraussetzungen darf man eine Software überhaupt überarbeiten? Wenn Sie ein Mobiltelefon haben, heutzutage oder einen Laptop haben, der wird relativ zügig geupdatet. Es kommt eine Information, man klickt auf den Knopf, das Update kommt drauf und man hat plötzlich eine ganze Menge neue Funktionalitäten. Ganz so einfach funktioniert das theoretisch bei den Fahrzeugen. In der Praxis haben wir da allerdings ein paar Herausforderungen dabei, auf die man achten muss. Was ist neu bei diesen Vorschriften? Viele von Ihnen kennen die klassische Homologation. Ich denke jetzt gerade an die Homologation von einem Fahrzeug im Hinblick auf Masten und Abmessungen oder im Hinblick am Baukennzeichen. Wir konzentrieren uns auf das Fahrzeug an sich. Wir schauen uns das Fahrzeug an. Wir machen eine praktische Prüfung. Es gibt einen Beschreibungsbogen dazu. In dem Beschreibungsbogen werden technische Sachverhalte in Bezug auf das Fahrzeug niedergeschrieben. Und wenn die Prüfung des Fahrzeugs abgeschlossen wurde, der sogenannte Worst Case oder die mehreren Worst Case Fälle abgeprüft wurden, positive Prüfergebnisse ergeben haben, der Beschreibungsbogen inhaltlich auch passt, wurde ein Prüfbericht von unserer Seite aus erstellt. Die Unterlagen gehen zur jeweiligen Behörde. Es gibt ein Genehmigungszertifikat und mit dieser Genehmigung konnten Sie als Teil der Grundlage der Gesamtfahrzeughomologation arbeiten. Die beiden Vorschriften, die wir jetzt vorhaben oder vorliegen haben, die unterscheiden sich vom bisherigen Prozedere insofern, als dass die Vorschriften aufgeteilt sind in eine Management-Zertifizierung und eine Fahrzeugzertifizierung. Das heißt, entgegen dem bisherigen Prozedere, wo wir hauptsächlich uns darauf konzentrieren, fahrzeugbezogene Anforderungen zu zertifizieren, kommt jetzt der wesentlich größere Punkt dazu, nämlich Anforderungen an das Management-System zu bewerten. Das soll sicherstellen, dass insbesondere auch zukünftige Risiken, die entstehen können, mit abgedeckt werden und mit berücksichtigt werden können. Kurz darauf eingegangen auf das Management-System, auf die Zertifizierung dahinter. Ich komme später noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Die Management-Zertifizierung läuft ähnlich ab wie bei der ISO 9001. Sie kennen das vielleicht, der ein oder andere von Ihnen. Bei der ISO 9001 gibt es ein einmaliges ursprüngliches Audit und eine jährliche Überwachung, die dahinter steckt, wo der Auditor jährlich dann zu Ihnen rauskommt, sich ein Bild davon macht, passt das alles noch so, wie das im ursprünglichen Audit mal festgelegt wurde oder hat sich da etwas geändert, und nach 3 Jahren beginnt der ganze Regelzyklus wieder von vorne. Und genau das gleiche Prozedere hat man bei der 155, 156 ebenfalls eingeführt, sodass man jetzt dazu übergegangen ist und da den Zwang einer Management-Zertifizierung aus Homologationssicht mit implementiert hat. Sie können sich natürlich vorstellen, dass es ein nicht unerheblicher Aufwand dahinter ist. Gerade diejenigen von Ihnen, die ISO 9001 oder IATF zertifiziert sind, wissen im Großen und Ganzen, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und das ist nicht unerheblich. Ergänzend dazu können wir natürlich die Fahrzeugprüfung nicht komplett außer Acht lassen. Das heißt, wir haben Anforderungen an die Fahrzeugprüfung. Wir machen auch bei den Fahrzeugen weiterhin typbezogene Beurteilungen. Es gibt natürlich noch eine Worst-Case-Analyse der Fahrzeuge. Nur auch da ist die Vorgehensweise ein bisschen strukturierter. Ich werde später noch das Wort Risikoanalyse in den Mund nehmen, Risikobewertung. Das spielt bei dem ganzen Prozess eine elementar wichtige Rolle. Wie eben schon erwähnt, die Konformitätsbescheinigung selber des Managementsystems hat einen Regelzyklus von 3 Jahren. Das heißt, dass die Konformitätsbescheinigung, die von der Genehmigungsbehörde nach positivem Audit ausgestellt wird, hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Danach muss sie erneuert werden, und damit das Zertifikat gültig bleibt, gibt es einen Überwachungszyklus, der alle 12 Monate stattfindet. Es ist auch klar festgelegt, wie lange das Audit dauern darf. Wir haben gemäß der ISO 27006 eine Tabelle genannt, wo auch darauf referenziert wird in den einschlägigen Fachgremien, dass die anzuwendende Auditzeit auf Basis der 27006 ISO-Norm
entsprechend bestimmt werden muss. Wichtig an der Stelle ist auch zu wissen, dass gerade wenn wir fahrzeugbezogene Bewertungen durchführen, wir nicht nur, so wie das heute auch der Fall ist, uns darauf zurücklehnen und sagen, ja, wir gucken das Fahrzeug mal an, solange das Fahrzeug nicht mehr im Haus entwickelt wird und das Fahrzeug erstmalig auf die Straße kommen soll, sondern wir bewerten das Fahrzeug auch im Zuge seines Produktlebenszykluses. Das heißt, in dem Moment, wo das Fahrzeug bei Ihnen den Hof verlässt und auf den Markt zugelassen wird und in die Hand des Endkunden geht, ist es nicht so, dass das Fahrzeug danach von Ihnen nicht mehr betrachtet werden muss, sondern Sie müssen zum einen, das ist ja heute schon der Fall, eine gewisse Marktbeobachtung durchführen. Aber was jetzt neu mit dazu kommt, ist, dass neue Hacking-Methoden, neue Cyberangriffsmöglichkeiten, neue Software-Update-Möglichkeiten oder neue Software an sich von Ihnen auch bewertet werden muss in Bezug auf Produkte, die sich bereits im Markt befinden. Das heißt, dieses Stichwort Produktlebenszyklusprozess bekommt da einen ganz anderen Stellenwert. Im nächsten Schritt würde ich etwas detaillierter mal eingehen auf die UN-Regelung Nummer 155, das Thema Cybersecurity. Ein weit verbreiteter Trugschluss war lange Zeit, dass die 155 nur darauf bezogen gewesen ist, sich auf vernetzte Fahrzeuge zu konzentrieren. Also sprich, dass wir bei Cybersecurity-Risiken lediglich Risiken betrachten, die sich durch kabellose Verbindungen ergeben. Das ist allerdings nicht so. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass diese Verbindungen auch mit berücksichtigt werden, ganz klar. Deswegen auch die Schnittstelle K2X, also K2-Infrastruktur oder K2K, also Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Verbindungen mit betrachtet werden. Wir müssen allerdings auch Verbindungen wie zum Beispiel eine USB-Schnittstelle oder eine OBD-Schnittstelle oder bei Anhängen gut zugängliche externe Schnittstellen mit betrachten müssen. Wir kommen da leider nicht drum herum. Generell ist es so, dass bei dem Thema Cybersecurity die Intention im Hintergrund steht, Fahrzeuge vor unbefugter digitaler oder vor unbefugten digitalen Zugriff Dritter zu schützen. Das heißt, gerade das Manipulieren von Fahrzeugen, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ein Kunde kauft ein Fahrzeug und möchte eine Leistungsoptimierung haben, hackt sich in das System und programmiert die Motorleistung des Fahrzeugs um und hat eine illegale Leistungssteigerung dadurch erwirkt. Das soll unterbunden werden. Das ist egal, ob das über eine drahtlose Verbindung oder eine kabelgebundene Verbindung erfolgt. Genauso wenig darf das natürlich in einem Reisebus zum Beispiel passieren, dass ein Mitreisender sich über eine USB-Schnittstelle in dem Bus, die an jedem Platz möglicherweise vorhanden ist, in den Bus einloggt und weil ihm gerade langweilig ist auf der sechsstündigen Fahrt, hackt er sich über die USB-Schnittstelle in das Fahrzeug rein und manipuliert den Notbremsassistenten von dem Reisebus, sodass der am Stauende eben nicht mehr so reagiert, wie er reagieren soll. Das ist so mal hauptsächlich die Grundintention dahinter. Was passiert allerdings, wenn Sie eine Lücke feststellen? Viele von Ihnen wissen, Hacking-Methoden, die heute bekannt sind, mögen sich in 2 Jahren ganz anders darstellen, sodass wir in 2 Jahren möglicherweise ganz andere haben, dass ein Fahrzeug gehackt werden kann oder angegriffen werden kann, bedeutet letzten Endes, dass in der UN-Regelung 155 auch implementiert ist, dass es eine Absicherung dazu benötigt. Das heißt, die Hersteller sind dazu verpflichtet, in dem Moment, wo sie relevant werden, Cybersecurity-Risiken abzusichern, natürlich auch entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Ich hatte auf der vorhergehenden Folie erwähnt, dass wir den gesamten Produktlebenszyklus mit im Auge haben müssen. Das heißt, in diesem Zusammenhang ist ganz klar auch die Situation, dass wir über Software-Updates
Anders wird es nicht funktionieren oder nur sehr schwer funktionieren. Entsprechende aufkommende Sicherheitsrisiken, die sich an Fahrzeugen in 2 oder 3 Jahren mal ergeben, entsprechend mit absichern müssen. Und hier hat man den Link zur UN-Regelung 156 zum Thema Software-Updates schon mal mit implementiert. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum man diese beiden Regelungen nicht separat betrachten kann im Normalfall, sondern diese beiden Regelungen werden, auch wenn sie formal getrennt sind, normalerweise immer kombiniert und zusammen betrachtet. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der UN-Regelung 155 geht in Richtung der Art und Weise, wie Fahrzeuge genehmigt werden können, denn die Vorschrift legt fest und auch bei der Gelegenheit gleich vorweggenommen, auch die Rahmenverordnung, die europäische, legt fest, dass ein Genehmigungsinhaber nur der Fahrzeughersteller sein kann. Komponentenhersteller wie zum Beispiel Zulieferer Bosch, Conti, Wabco, Knorr, Haldex und wie derartige Unternehmen alle heißen, sind leider nicht in der Lage, ein entsprechendes Zertifikat zu erwirken. Das geht formal nicht, weil die Regeln der 155 das einfach nicht hergeben. Es ist auch nicht vorgesehen, dass das in Zukunft angepasst wird. Gespräche haben im Hintergrund schon stattgefunden. Es ist lediglich so, dass die Hersteller verpflichtet sind, Informationen an betroffene Firmen weiterzugeben, damit Fahrzeughersteller den Teilaspekt, der über ein Steuergerät mit reinkommt, mit betrachten kann, in die Gesamtrisikoanalyse mit einfließen lassen kann. Aber eine Firma Bosch mit ihrem Steuergerät für das Motor, die möglicherweise eine Konnektivität haben, weiß nicht, was ansonsten noch für Steuergeräte verbaut sind. Ich denke jetzt gerade auch mal an das Thema digitale Außenspiegel. Wenn die Firma SMR oder Micra oder wie sie alle heißen, einen digitalen Außenspiegel offerieren und die aus welchen Gründen auch immer eine Konnektivitätsschnittstelle haben, ein LTE-Modul, ein WLAN-Modul in ihren Spiegel mit implementieren, dann weiß das der Fahrzeughersteller möglicherweise nicht. Aber der Fahrzeughersteller muss davon wissen, damit das entsprechend in die Risikobewertung mit einfließen kann. Darüber hinaus weiß Bosch natürlich nicht, wie das Motorsteuergerät zur Verfügung stellen, was die Firma SMR macht. Und der Fahrzeughersteller letzten Endes kann nur in der Lage sein, die Informationen zusammenzuführen. Und das ist mit der Hintergrundintention, dass die Verantwortlichkeit bei dem ganzen Thema definitiv nur beim Fahrzeughersteller liegen kann. Das Thema R156 ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben bei der Regelung Nummer 156 die Software-Updates, die betroffen sind. Auch hier ein Mythos, der sich lange gehalten hat, dass man nur über Over-the-Air-Software-Updates spricht, also über die OTA-Updates oder wie sie abgekürzt werden. Das ist nicht korrekt. Die sind mit integriert in die UN-Regelung 156, ganz klar. Das ist auch mit einer der Hauptintentionen, Over-the-Air-Updates zu realisieren und zu ermöglichen. Aber wir reden grundsätzlich über sämtliche Software-Updates, die auf Fahrzeuge aufgespielt werden sollen, die bereits am Markt im Verkehr sind. Also für alle Sachverhalte, wo heutzutage der § 19.2 auf Deutschland bezogen greift, eine nachträgliche Änderung, Modifikation an einem Fahrzeug, wo die Betriebserlaubnis bereits erteilt wurde, ist es das Ziel, über die UN-Regelung 156 und die Spielregeln dahinter, das Erlöschen der Betriebserlaubnis zu unterbinden und sicherzustellen, dass die Betriebserlaubnis auch nach einem Software-Update weiterhin Gültigkeit hat. Das heißt, wir wollen ein auf dem Markt befindliches Fahrzeug auf den neuesten Stand halten. Wir wollen möglicherweise Bugfixes aufspielen oder wir wollen möglicherweise neue Funktionalitäten freischalten. Und all diese Möglichkeiten sollen über die UN-Regelung 156 realisiert werden. Auch dafür
ist es wichtig, einen standardisierten Prozess zu haben. Denn im Zuge von Software-Updates kann man alle möglichen Funktionalitäten, die digital geregelt sind, durchaus ändern. Ich hatte eben das Thema Motorleistung angesprochen. Wir können plötzlich die Motorleistung signifikant reduzieren oder erhöhen. Wir können bei einem Software-Update, was auf einem Backhoe-Steuergerät von einem Anhänger aufgespielt wird, die Bremsleistung elementar beeinflussen. Wir können Schnittstellen schalten oder unterbinden. Wir können somit eine Kommunikation unterbinden oder ermöglichen. Also im Zuge von Software-Update können wir durchaus eine ganze Menge Funktionalitäten realisieren oder unterbinden, die absolut Einfluss auf die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs hat. Damit das geordnet vonstatten geht, sind die Hersteller verpflichtet dazu, wenn sie das anbieten möchten, einen standardisierten Prozess zu implementieren. Und das ist auch der Grund, warum man hergeht und die Management-System-Zertifizierung dahinter benötigt. Das heißt, wir haben über diesen Management-Prozess muss dann niedergelegt sein und festgeschrieben werden, wie geht man denn mit den Software-Updates überhaupt um, wie identifiziert man die, wie identifiziert man, was für eine Tragweite hat dieses Software-Update, wie identifiziert man, sind denn die angesprochenen Fahrzeuge überhaupt geeignet dazu, ein Software-Update einer gewissen Klasse zu bekommen und wie stellt man sicher, dass die Fahrzeuge mit diesem Software-Update überhaupt anschließend noch funktionieren. Und dass das nicht plötzlich ein Software-Update ist, wo dann bestimmte Sicherheitsfunktionalitäten oder bestimmte allgemeine Funktionalitäten danach dann eben nicht mehr funktionieren können. Dazu hat man seitens des Gesetzgebers Software-Identifier aus dem Boden gestampft. Das heißt, die sogenannte RxS-WIN-Definition ins Leben gerufen, die über die 156 auch dargestellt wird oder beschrieben wird. Dazu allerdings im späteren Verlauf etwas mehr. Im nächsten Schritt, nachdem ich Ihnen jetzt einen kleinen Überblick über die Vorschriften gegeben habe, wie die generell aufgebaut werden, würde ich mal einen Blick darauf werfen, was verbirgt sich dann letztendlich hinter den Vorschriften, was für einen Einfluss hat denn das auf die Fahrzeughersteller und ab wann muss das Ganze berücksichtigt werden. Wir betrachten im ersten Schritt mal die UN-Regel 155 für das Thema Cybersecurity. Das Thema Cybersecurity, dass die Fahrzeuge abgesichert werden müssen, ist geregelt über die Europäische Rahmenverordnung, die 2018/858. Beziehungsweise auch über die GSR 2, aber der relevante Rechtsakt ist ja die Rahmenverordnung und herauskopiert aus der Tabelle, die Sie in der Rahmenverordnung im Anhang 2 finden, erkennen Sie in der Zeile D4 für die Fahrzeuge der Kategorien Martor und Nordpol ein Kreuz, sodass Sie daraus ableiten können, alle motorisierten Fahrzeuge benötigen einen Nachweis innerhalb der EU für das Thema Cybersecurity. Ab wann komme ich gleich drauf? Außerhalb der Europäischen Union schaut das ganze Thema noch mal ein ganz kleines bisschen anders aus, denn der Geltungsbereich oder Anwendungsbereich der UN-Regel 155 ist etwas weiter gefasst. Da sind nämlich auch die Anhänger der Kategorie O mit inkludiert. Allerdings mit der Einschränkung, dass alle Anhänger nur betroffen sind in dem Moment, wo ein elektronisches Steuergerät bei den Fahrzeugen implementiert ist. Das heißt, der, ich sage es mal vorsichtig, kleine O1-Anhänger, der rein analog funktioniert, also wo nur ausschließlich eine einfache Beleuchtung verbaut ist, der ist definitiv raus aus dem ganzen Thema. Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Bei einem schweren Nutzfahrzeuganhänger der Kategorie O3 oder O4, wo diverse Elektronik verbaut ist, ist es, was das Thema Cybersecurity betrifft, relevant, was für Zielmärkte beliefert der Hersteller und ist in dem Zielmarkt die Anwendung der R155 verpflichtend für diese Fahrzeugklasse. Und dann kann es durchaus passieren, dass außerhalb der Europäischen Union auch für einen Anhänger das Thema Cybersecurity relevant wird.
Ganz explizit erwähnt wird das Thema Cybersecurity auch in den beiden Vorschriften der UNR 157. Das sind automatische Spurhalte- oder Führungssysteme. Das ist die Möglichkeit, Level-3-Systeme für automatisiert fahrende Fahrzeuge zu implementieren. Da ist das Thema oder der Link zu R155 ganz explizit erwähnt und auch im Bereich des Event-Data-Recorders, dort wiederum im Artikel 3 der entsprechenden Verordnung. Das sind die beiden Verordnungen, wo wir sogar aus der Verordnung heraus die Notwendigkeit haben, ein entsprechendes Cybersecurity-Absicherung des Fahrzeugs nachweisen zu können. Im nächsten Schritt schauen wir mal auf die UN-Regelung Nummer 156. Im Bereich der 156 ist es so, dass die Zuordnung der Fahrzeuge nicht ganz so explizit und eindeutig ist. Generell steht geschrieben, dass innerhalb der Europäischen Union für Fahrzeuge der Klassen M, N und O die R156 anzuwenden ist. Das finden wir wiederum, genauso wie beim Thema Cybersecurity, in der Verordnung 2018/858 im Anhang 2. Nämlich, dass in jedem, in jeder Spalte für die Fahrzeuge ein entsprechendes Kreuz ist. Heißt Umkehrschluss nicht, dass Sie für den komplett analogen O1-Anhänger ein Zertifikat im Hinblick auf Software-Updates vorhalten müssen, das ist ganz klar. Heißt aber, dass wir uns zumindest mit dem Thema im Allgemeinen mal beschäftigen müssen. Wie wir das machen, komme ich später noch dazu. Außerhalb der Europäischen Union ist auch hier der Fall, dass der Anwendungsbereich der UN-Regelung 156 etwas weitläufiger gefasst ist. Das heißt, es ist nicht nur limitiert auf die Fahrzeuge mit den Klassen M, N und O, sondern da sind auch die Fahrzeuge, die Traktoren und die Zweiräder, Dreiräder und leichten Vierräder unter bestimmten Voraussetzungen mit implementiert und mit in den Anwendungsbereich aufgenommen worden. Das heißt auch, alle Hersteller, die im Bereich der landwirtschaftlichen Fahrzeuge unterwegs sind oder der Zweiräder, sie können sich gegenüber der Verordnung nicht ganz verschließen. Sie sollten sich zumindest mal am Rande damit beschäftigen und auch aus dem Aspekt der Produktsicherheit heraus, der Produktsicherheitsverordnung heraus, ist es auf jeden Fall anzuraten, sich mit den Anforderungen mal zu beschäftigen und sich damit Gedanken zu machen. Auch hier haben wir die Situation, dass Fahrzeuge, die mit einem automatischen Spurführungssystem oder Spaltesystem ausgerüstet sind, welches der UN-Regelung 157 entspricht, da wir dort in dem entsprechenden Einzelrechtsakt wiederum eine Verpflichtung vorgesehen ist, dass die Möglichkeit von Software-Updates vorgesehen werden können muss. Schauen wir uns im nächsten Schritt mal das spannende Thema der Übergangsbestimmungen an. Ein sehr heiß diskutiertes Thema, gerade im Hinblick auf Aufbauhersteller, Kleinserienhersteller oder Hersteller von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung. Wir hatten sehr lange Zeit, sehr intensive Diskussionen auch mit den Behörden zusammen, weil die Rechtslage einfach sehr unklar gewesen ist. Etwas im Meerlicht ins Dunkel hat am Nikolaustag letzten Jahres die Europäische Kommission ins Licht gebracht, ins Dunkel gebracht, mit dem Veröffentlichen der Verordnung 2022/2236, die sich dann etwas klarer zu positioniert hat, sodass wir jetzt eine etwas belastbare Aussage dazu treffen können. Detailliert stellt sich das so dar. In der allerersten Zeile finden Sie die Eingruppierung der Genehmigungsarten, ob wir über neue Fahrzeugtypen oder über einen Nachtrag sprechen oder über die Erstzulassung. Sie erkennen recht schnell, dass das Thema Nachtrag zu bestehenden Typgenehmigungen keine Rolle mehr spielt, gegenwärtig zumindest nicht, sondern dass man nur noch unterteilt, ab wann brauche ich für einen neuen Fahrzeugtyp einen Nachweis und ab wann brauche ich spätestens, wenn das Fahrzeug im Markt zugelassen werden soll, einen Nachweis für die Cybersecurity. Interessant wird an der Stelle gerade in der dritten Zeile, das ist das Thema Cybersecurity allgemein, das ist die
Gesamtbetriebserlaubnis für in der EU zugelassene Fahrzeuge, die benötigen seit dem 6.7.2022 einen entsprechenden Nachweis. Das heißt, in dem Moment, wo Sie eine neue TÜV-Genehmigung beantragt haben und in den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen, sprich Fahrzeug der Klasse Marta oder Nordpol herstellen, und wir nicht über eine Mehrstufen-TÜV-Genehmigung oder eine Kleinserie oder eine besondere Zweckbestimmung reden, sind Sie ab dem 6.7.2022 verpflichtet, sich mit dem Thema Cybersecurity zumindest mal auseinanderzusetzen. Spätestens für bestehende Typen kommt das Thema ab dem 7.7.2024 zum Tragen, wo dann auch sämtliche Bestandsgenehmigungen umgestellt werden müssen. In der vierten Zeile finden wir eine um 2 Jahre verlängerte Zeitschiene, die das Ziel hat, Kleinserienherstellern und Hersteller von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung etwas mehr Spielraum einzuräumen, damit man etwas mehr Zeit hat, sich auf dieses doch nicht unerheblich komplexe Thema vorbereiten zu können. Das heißt, sind Sie Hersteller von einem Fahrzeug der Klasse M oder N und möchten Sie einen neuen Fahrzeugtypen auf den Markt bringen und haben keine Bestandsgenehmigung, die Sie dafür verwenden können, dann sind Sie ab dem 7.7.2024 verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis zu bringen, und für die Erstzulassung greift dann eben die 2 Jahre spätere Zeitschiene von 7.7.2026. Kritisch sehen wir den Sachverhalt, wenn es um die Mehrstufen-TÜV-Genehmigung geht. Das sind doch sehr viele Hersteller, die davon betroffen werden oder betroffen sind. Gerade im mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugbereich. Ich denke jetzt gerade an einen Mercedes Sprinter, an einen Daimler Truck LKW, die durchaus sehr häufig von Aufbauen vervollständigt werden. Und jetzt sehen Sie hier, dass das Datum ab dem 6.7.22 für neue Fahrzeugtypen genannt ist. Das ist prinzipiell mal korrekt, allerdings ist in Abhängigkeit davon, mit welchem Stand das Basisfahrzeug dem Aufbauhersteller zur Verfügung gestellt wurde, welchen Stand dieses Fahrzeug erfüllt, ist es relevant davon, ob dieses Datum nicht doch noch etwas nach hinten geschoben werden kann. Aber das Wichtige bei dem Thema, gerade für die Mehrstufen-TÜV-Genehmigungsinhaber, ist, dass das Datum der 7.7.2024 für die Erstzulassung auf jeden Fall im Raum steht und dann nicht mehr geschoben werden kann. Das heißt, spätestens bis zum 7.7.2024 brauchen die Fahrzeuge einen entsprechenden Nachweis, da sie ansonsten nicht mehr zugelassen werden dürfen. Die jeweiligen Zeitschienen, die Deadlines, die hier bei der Zulassung genannt sind, 2024 bzw. 2026 noch mal etwas schieben zu können, haben wir ausschließlich die Möglichkeit, über das Thema auslaufende Serien noch mal zu gehen, wobei es da aber auch die entsprechende Zustimmung durch die Genehmigungsbehörde und den entsprechenden Sinn und Zweck dahinter natürlich bedarf. Das heißt, wenn ein Fahrzeug, was jetzt gerade neu auf den Markt kommt, eine auslaufende Serie dafür zu beantragen, ist natürlich nicht wirklich ernsthaft zielführend. Das sei aber nur am Rande nochmal erwähnt. Sie sehen also gerade bei den Übergangsbestimmungen für die Aufbauhersteller ein durchaus nicht unerhebliches Problem vor der Tür stehen. Genauso, was die Kleinserienhersteller oder Hersteller von Fahrzeugen besonderer Zweckbestimmungen betrifft, noch etwas mehr Zeit zum Reagieren, aber auf jeden Fall nichts, wo man sich dagegen verschließen kann. Auf der nächsten Folie gehe ich auf die Übergangsbestimmungen zu UN-Regelung 156 ein. Hier haben wir tatsächlich noch einmal ein Datum genannt, wie man mit dem Nachtrag zu bestehenden TÜV-Genehmigungen umgeht. Das ist tatsächlich nochmal genannt in der vorhin angesprochenen Verordnung 2022-2236, kann man aber geflissentlich ignorieren, zumal das Datum auch schon in der Vergangenheit liegt. Wichtig hier ist allerdings zu wissen, dass man unterscheidet zwischen Software-Updates bezogen auf TÜV-genehmigungsrelevante Kriterien und Software-Updates im Allgemeinen. Die Unterschiede finden Sie in der zweiten und in der dritten Zeile.
Ein Software-Update in Bezug auf typgenehmigungsrelevante Kriterien nach momentan aktueller Auslegung, die sich durchaus noch mal ändern kann, aber nach heutigem Stand ist es so, dass typgenehmigungsrelevante Kriterien insbesondere zu sehen sind im Hinblick auf Fahrzeuge mit IKS-Systemen und Fahrzeuge mit Event-Data-Recorder, die dazu verpflichtet sind, entsprechende Nachweise zu erbringen. Die Software-Updates im Allgemeinen, die trifft dann sämtliche Software-Updates, die gemacht werden sollen, nachdem das Fahrzeug in Verkehr gebracht wird, die dann ab 2024 bzw. 2026 berücksichtigt werden müssen. Für Fahrzeughersteller von Kleinserien bzw. Herstellung von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung haben wir auch hier das Datum 2024 bzw. 2026 genannt. Die Referenz, wo das Datum herkommt, finden Sie jeweils in der Klammer darunter und dürfen Sie gerne bei Gelegenheit nachlesen oder sich darauf beziehen, wenn wir im Nachgang auf ins Detail gehen zu diesen Themen. Etwas Entspannung bekommen wir beim Thema Mehrstufentypgenehmigung zu diesem Sachverhalt. Bei der Mehrstufentypgenehmigung für neue Fahrzeugtypen hängt es wieder davon ab, was für ein Stand das Basisfahrzeug mit sich bringt, sodass wir dort unter Umständen noch mal etwas die Möglichkeit haben, das Datum vom 7.7.24 etwas in die Zukunft zu schieben. Nicht weiter als bis zum 7.7.26. Das ist eine Deadline, die sich aus der dritten Zeile heraus ergibt. Aber für die bis dahin genehmigten Mehrstufentypgenehmigungen, die dann nur noch benachtragt werden, haben wir doch noch die ganze komfortable Situation, dass wir das Datum des 7.7.2029 im Raum stehen haben. Ich hoffe, dass in den beiden Tabellen die meisten Hersteller von Ihnen sich jetzt soweit wiederfinden. Ich kann es nur noch mal anbieten, in dem Moment, wo dann im Nachgang noch Unklarheiten dazu bestehen, kommen Sie bitte gerne auf uns nochmal zu mit dem individuellen Fall, gerade im Zusammenhang mit der Mehrstufentypgenehmigung, und wir sprechen das spezifisch mit Ihnen gerne nochmal individuell durch. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, wie man mit Erleichterungen umgeht, wo man sagt, ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt ein sehr einfaches Fahrzeug hergestellt in einer kleinen Serie oder ein sehr, sehr einfaches Fahrzeug, einen sehr einfachen Aufbau oder ein Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung, das wirklich nur sehr begrenzt im Verkehr gebracht werden soll. Da muss es doch etwas geben an Erleichterungen. Tatsächlich gibt es da Möglichkeiten, geringfügig zu erleichtern. Aber diese Tabelle hier, dieser Ausschnitt aus der Rahmenverordnung 2018-858 soll den im Umkehrschluss allerdings auch nochmal aufzeigen, dass es der Kommission in Brüssel durchaus sehr ernst ist mit dem ganzen Thema. Dargestellt in dieser Tabelle finden Sie den Fall für die Kleinserie, die jetzt überarbeitet wurde. Es wurde aufgeteilt in das Schema 1 und in das Schema 2 für die Kleinserie. Das Schema 1 betrifft Fahrzeuge, die nicht auf Basis eines Großserienherstellerfahrzeugs aufgebaut worden sind. Und das Schema 2 wiederum trifft die Fahrzeuge, die als Basis ein Großserienfahrzeug dahinter haben. Sie finden dargestellt in der Zeile DORA 4 den Hinblick auf die Anforderungen, auf die Cybersecurity, die UN-Regelung 155. Und da finden Sie insbesondere bei dem Schema 2 den Buchstaben B drin. Und der Buchstabe B bedeutet nichts anderes, als dass ein entsprechendes System vorgehalten werden muss. Sie haben lediglich Erleichterungen bei der Dokumentation durch den technischen Dienst dahinter und ein paar kleinere andere Erleichterungen, aber im Großen und Ganzen kommen Sie insbesondere um den großen Block des Aufbaus eines Managementsystems leider nicht drumherum. Beim Thema Software-Update ist der Sachverhalt noch etwas deutlicher gelagert. Da steht ganz klar ein X in der Liste der Einzelrechtsakte. Das heißt, das X bedeutet, dass der Rechtsakt vollumfänglich und ohne irgendeine geartete Erleichterungen angewendet werden muss, in dem Moment, wo Software-Updates relevant sind bzw. angeboten werden. Wir haben
auch die Situation für besondere Zweckbestimmungen oder für Fahrzeughersteller, die Fahrzeuge produzieren, die eine bestimmte Zweckbestimmung aufweisen. Auch an dieser Stelle gibt es eine spezifische, leicht abgewandelte Tabelle, die die Notwendigkeit des Nachweises bestimmter Einzelrechtsakte aufzeigt. Man kann hier etwas abkürzen, da zum einen mal diese Unterscheidung Schema 1, Schema 2 nicht existiert, auf der anderen Seite auch keine anderen Buchstaben als das X in der Tabelle zu finden sind. Das heißt, das Beispiel hier, Fahrzeuge mit sonstiger besonderer Zweckbestimmung, ich denke jetzt gerade an LKWs mit dem Aufbau eines Müllsammelfahrzeugs oder an LKWs mit einem Aufbau der Kehrmaschine, die mit entsprechender Elektronik, Elektrik nachgerüstet werden, mit einer entsprechenden Steuerung nachgerüstet werden, die auch in die Lage kommen sollen, Software-Updates zu bekommen. Sie sehen in der Tabelle ganz klar das X dargestellt und hier auch wiederum die Notwendigkeit, den Einzelrechtsakt vollumfänglich zu erfüllen. Macht es natürlich nicht leichter für die Hersteller, die derartige Fahrzeuge produzieren, weil da doch jetzt eine ganze Menge Arbeit unter Umständen auf sie zukommt. Nachdem wir jetzt ganz detailliert mal über die Zeitschiene gesprochen haben, beziehungsweise auch über die Anwendung, würde ich jetzt als kurzen Überblick nochmal die Auswirkungen auf die Fahrzeughersteller darstellen, bevor wir in die praktischen Beispiele gehen. Die Auswirkungen auf die Fahrzeughersteller sind ganz gezielt in die Richtung dargestellt, dass man die unterteilen mal Fahrzeughersteller der Klassen M und N und im nächsten Schritt die Fahrzeuge der Kategorie Fahrzeughersteller von Fahrzeugen der Kategorie O. Betrachten wir zuerst mal motorisierte Fahrzeuge innerhalb der Europäischen Union, und ich betrachte jetzt beide Vorschriften gleichzeitig, die UN-Regelung 155 und 156, ist die Wahrscheinlichkeit, dass motorisiert oder Hersteller motorisierte Fahrzeuge von den Vorschriften betroffen sind, extrem hoch. Ich habe jetzt etwas provozierend den einfachen Satz drunter geschrieben mit Ausnahme. Ausgenommen sind Hersteller, die eine einfache Holzkiste aufbauen, soll darstellen, eine Box zum Beispiel oder eine Plattform, die am Fahrzeug ergänzt wird, wo natürlich überhaupt keine Elektronik durch den Aufbauhersteller eingebaut wird. Die dürfen sich jetzt entspannt zurücklehnen und kurz durchatmen. Die sind da definitiv außen vor. Aber sobald irgendeartete Elektronik dort installiert wird, Elektrik installiert wird und schlimmstenfalls sogar in die IE-Architektur des Basisfahrzeugs eingegriffen wird, sind wir zumindest auf dem Stand, dass die Hersteller sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Gleiches ist auch bei dem Thema Software-Update hier nochmal kurz dargestellt. Ich habe das später nochmal etwas deutlicher beschrieben. Thema Software-Update. Wir reden hier über Software-Updates, die auf die Fahrzeuge aufgespielt werden sollen, nachdem die Fahrzeuge in den öffentlichen Verkehr gebracht worden sind, also sprich, nachdem die Fahrzeuge zugelassen wurden. Außerhalb der Europäischen Union ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie betroffen sind, etwas umfangreicher. Deswegen da durchaus ein bisschen Obacht geben. Was sind denn Ihre Zielmärkte? Ich habe jetzt gerade hier bei dem Webinar den Fokus auf jeden Fall eher auf das Thema innerhalb der Europäischen Union gelegt, weil wir für sämtliche Anwenderstaaten der UN-Regelung 155 und 156 leider aktuell noch nicht vollumfänglich alle Informationen vorliegen haben. Darüber hinaus ist natürlich wichtig zu betrachten, was für Zugriffsmöglichkeiten hat das Fahrzeug überhaupt, was für Absicherung hat das Fahrzeug, aber das entbindet Sie noch nicht davon, sich zumindest mal Gedanken zu machen in dem Moment, wo Sie Elektronik oder Elektrik in das Fahrzeug nehmen. Schauen wir uns im nächsten Schritt die Fahrzeuge der Klasse O an. Hier nochmal ganz explizit, das ist auch in Gremien durchdiskutiert worden, die Bestätigung, dass innerhalb der Europäischen Union die Nachweis der UN-Regelung 155 nicht gefordert ist. Anders schaut die Situation allerdings bei dem Thema der UN-Regelung 156 aus.
Hier kann es durchaus passieren, dass Sie als Fahrzeughersteller von dem Sachverhalt betroffen sind und einen entsprechenden Nachweis vorzeigen müssen. Außerhalb der Europäischen Union wiederum ist es hier noch wesentlich wichtiger, dass Sie die Zielmärkte betrachten, da wir hier das Kuriosum haben, dass die Fahrzeuge der Klasse O zwar in den Anwendungsbereich der UN-Regelung 155 fallen, der Einschränkung natürlich, dass nur eine ECU verbaut ist, also ein elektronisches Steuergerät oder mehr, und dass sie dann eigentlich den Nachweis nach der 155 erbringen müssten, dass aber scheinbar bei einigen Mitgliedstaaten der Nachweis nach wie vor nicht gefordert wird, wie das innerhalb der EU der Fall ist, was aber in anderen Ländern wiederum sehr viel strenger gesehen werden könnte. Deswegen achten Sie bitte ein bisschen darauf, wo möchten Sie die Fahrzeuge hin exportieren, und klären Sie im Zweifelsfall ab, was Sie für Nachweise bringen müssen, sofern der Exportmarkt nicht ein Land innerhalb der EU ist. Grundsätzlich gilt das natürlich auch für die Aufbauhersteller, aber nur unter der Voraussetzung, dass entsprechende Technologien verbaut werden, beziehungsweise dass entsprechende Software-Updates auch angeboten werden. Und da muss man sich natürlich dann ganz genau mal anschauen, was wird denn am Fahrzeug verändert, wo greifen wir in das Fahrzeug ein, und was wird denn in Summe überhaupt alles modifiziert am Fahrzeug. Um das Ganze jetzt etwas greifbarer zu machen, würde ich im letzten Punkt anhand von praktischen Beispielen mal etwas genauer darauf eingehen, wie der Sachverhalt sich darstellt. Dazu habe ich zwei Beispiele mitgebracht für dieses Webinar. Das eine Beispiel betrifft Hersteller von Mehrstufenfahrzeugen. Ich habe jetzt eine Zeichnung gemacht, um das zu visualisieren. Ich habe versucht, das verbal hier mal darzustellen, aber der normale Fall von einem Aufbauhersteller, von einem Fahrzeug der Kategorie N3, der sich einen MAN oder einen Daimler Truck oder ein Iveco kauft und auf den Aufbau etwas hinzufügen möchte. In diesem spezifischen Beispiel geht er so vor, dass er ein Touchpanel am Armaturenbrett installiert. Das wird verschraubt mit dem Armaturenbrett. Das ist also nicht abnehmbar gestaltet und kann lediglich über so einen Knebelgriff ein bisschen eingestellt werden, dass die Bedienergonomie eingehalten werden kann. Aber grundsätzlich mal ist das vorgesehen dafür, dass das permanent im Fahrzeug bleibt, weil dieses Touchpanel zum Bedienen von Aufbaufunktionalitäten relevant ist. Ergänzend zu diesem Touchpanel wird in dem von mir dargestellten Beispiel ein CAN Input-Output-Modul mit implementiert, sodass hier die Kommunikation auf der einen Seite zum Aufbau hin, zu den Aufbaufunktionalitäten, wie auch zum Fahrzeug hin realisiert werden kann. Auch dieses CAN-Input-Output-Modul ist mit dem Basisfahrzeug mechanisch, also physikalisch verbunden, wie auch virtuell digital verbunden. Das heißt, wir haben, was die Kommunikation betrifft, die Kommunikation in Richtung zum Aufbau. Da nutzen wir tatsächlich CAN-Informationen, also einen CAN-Bus, der dort implementiert wurde in diesem spezifischen Beispiel. Hingegen zum Basisfahrzeug haben wir eine normale Verkabelung, nicht CAN-basiert, aber auf jeden Fall eine Verknüpfung zum Basisfahrzeug. Was können wir bedienen? Natürlich Aufbaufunktionalitäten. Wir können zum Beispiel beim Müllsammelfahrzeug ansteuern, dass die Müllpresse im Fahrzeug aktiviert, deaktiviert wird. Wir können die Schütte hinten öffnen oder schließen, den Aufbau kippen. Wir können beim Kfz-Transporter aufbauten, absenken, aufheben, Ladestützen verschieben. Wir können bei der Kehrmaschine Kehrfunktionalitäten aktivieren, deaktivieren. Das sind alles Funktionalitäten, die bei dem Aufbau denkbar sind. Auf der anderen Seite haben wir allerdings auch die Konnektivität zum Basisfahrzeug, sodass man hier davon ausgehen kann, dass zum Beispiel ein Motorstart-Stopp initiiert wird.
über das Touchpanel. Und je nachdem, wie das geschalten ist, in diesem spezifischen Beispiel hier, kann der Motor Start oder auch der Motor Stopp zum Beispiel von einer Person, die neben dem Fahrzeug steht, realisiert werden, indem über das CAN-Modul, über den CAN-Bus zum CAN-Modul an sich die Info geht und dann diese Information eben an das Basisfahrzeug weitergegeben wird. Das ist das Beispiel, um das es sich jetzt hier dreht und was ich jetzt etwas näher erläutern möchte. Zumindest wenn ich Gespräche mit Aufbauherstellern im Hinterkopf habe, mit denen ich bereits gesprochen habe oder mit denen ich in der Vergangenheit Kontakt hatte, nicht unrealistisches, sondern eher reales und reguläres Beispiel. Interessant bei der ganzen Sache ist, dass wir zum einen mal wirklich recht detailliert eine Information dazu benötigen, was macht man denn am Fahrzeug überhaupt und welche Änderungen wurden gegenüber dem Basisfahrzeug vorgenommen. In diesem Schritt interessiert es uns erstmal überhaupt nicht, was für eine Absicherung bringt das Basisfahrzeug mit sich. Das heißt, es ist erstmal nur relevant zu erkennen, was haben wir überhaupt für Teile, die eingebaut werden. Und da geht es hauptsächlich immer darum, was für Steuergeräte werden eingebaut, was für Kommunikation, in welche Richtung haben wir, an welcher Stelle greifen wir möglicherweise in das Fahrzeug ein, in das Basisfahrzeug auch ein, haben wir eine Kommunikation mit Lese- und Schreibzugriff oder haben wir nur eine Lesekommunikation, haben wir Backend-Server, die mit involviert sind, haben wir möglicherweise irgendwelche Positionsdaten vom Fahrzeug oder sonstige vertrauliche Informationen, die übermittelt werden. Derartige Sachen benötigen wir eigentlich im allerersten Schritt, damit wir mal beurteilen können, müssen wir uns überhaupt weiter Gedanken machen, ja oder nein. Damit wir im nächsten Schritt weiter darüber reden können, ob wir uns Gedanken machen müssen oder nicht, gibt es eine kleine Hilfestellung. Zwar haben sich die Gremien auf Ebene der Vereinten Nationen, also der UN, wie auch in Brüssel, im Zuge des TAMS, also des Type Approval Authority Meetings, mal Gedanken gemacht, wie man das Ganze einstufen kann. Und es kristallisiert sich gegenwärtig heraus, dass man in Zukunft Änderungen einkategorisiert in die Klassen A, B oder C. Das ist noch nichts, was Sie in der UN-Regelung 155 wiederfinden, aber das ist etwas, wo wir uns zumindest entlang orientieren können. Eine einfache Holzbox, wie vorhin erwähnt, und das ist egal, ob das ein Verbundmaterial ist mit Isolierwänden dazu, was aus technologischer Sicht heraus sicherlich anspruchsvoll ist, aber hier geht es wirklich um die Elektronik und Elektrik, die da verbaut wird, eine wirklich einfache Holzbox, die aufs Fahrzeug aufgebaut wird, die wird als Kategorie A-Änderung eingruppiert und kann so betrachtet werden im weiteren Vorgehen. Im nächsten Schritt haben wir die Kategorie B-Anforderungen. Das sind geringfügige Änderungen innerhalb der Elektrik- oder Elektronikarchitektur vom Basisfahrzeug oder vom Fahrzeug, Entschuldigung, nicht vom Basisfahrzeug, sondern vom Fahrzeug. Das heißt, wir haben möglicherweise nur einen lesenden Zugriff, keinen schreibenden Zugriff. Also wir können keine Informationen in Richtung Basisfahrzeug senden oder wir können keine Einstellungen fixieren, sondern wir lesen lediglich irgendwelche Informationen aus und bekommen Statusinformationen geliefert. Auch hier ist es relevant oder wichtig zu wissen, wenn diese ausgelesenen Informationen vertrauliche Informationen sind, zum Beispiel Positionsinformationen zu einem Fahrzeug, wo befindet sich das Fahrzeug jetzt gerade und die können von irgendwelchen anderen Personen missbraucht werden, sehen wir jetzt dann gleich, dass das durchaus einen relevanten Einfluss haben kann und dann durchaus auch Berücksichtigung finden muss. Im letzten Schritt haben wir die Kategorie C. Die Kategorie C beschreibt erhebliche Änderungen innerhalb der E-Architektur. Das heißt, ganz einfach gesprochen, Hersteller, die
komplexe Änderungen am Fahrzeug machen, wie zum Beispiel der Hersteller kauft ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und einer konventionellen Brems- und Lenkanlage, schmeißt den Verbrennungsantriebsstrang komplett raus, möglicherweise auch die Bremsanlage, implementiert einen Wasserstoffantrieb, einen Elektroantrieb und implementiert möglicherweise ein Brake-by-Wire-System und diverse andere Funktionalitäten, dann sind wir ganz klar auch bei Aufbauherstellern oder bei Fahrzeugveränderern im Bereich der Änderung der Kategorie C, also der sehr, sehr, sehr intensiven Änderung am Fahrzeug, und würden in Zukunft im weiteren Verlauf die Änderung als Kategorie C klassifizieren. Eine grobe Tendenz, und das möchte ich jetzt unterstrichen und in fetten Buchstaben verstanden wissen, eine grobe Tendenz können Sie jetzt auf dieser Folie hier erkennen. Wir haben die Kategorisierung A. Der Aufbauhersteller braucht keine weiteren Schritte zu unternehmen. An der Stelle im Zweifelsfall, wenn Sie dann doch Elektronik einbauen, und Sie sind der Ansicht, dass es keine Schritte benötigt und dass die Kategorie A fällt, um hundertprozentig auf Nummer sicher zu gehen, damit Sie nicht 2024 dastehen und dann doch das Fahrzeug nicht zugelassen bekommen, weil irgendjemand anders das dann doch anders interpretiert, empfehlen wir, im Zweifelsfall mit uns ins Gespräch zu gehen, beziehungsweise auch mit der Genehmigungsbehörde ins Gespräch zu gehen und sich den Umbau nochmal bestätigen zu lassen, dass Sie aus dem Anwendungsbereich der R155 herausfallen. Achten Sie bitte auch darauf, dass im Zuge der EG-TÜV-Genehmigung beim Rechtsakt der R155 der technische Dienst, mit dem Sie zusammenarbeiten, auch einen entsprechenden Kommentar mit ergänzt, dass die A155 eben nicht vergessen wurde, also bestenfalls nicht einfach ein not applicable oder nicht anwendbar hineinschreiben, sondern vielleicht auch ganz kurz der technische Dienst erläutert, warum ist das denn nicht anwendbar, damit dort auch die Entscheidung etwas manifestiert wurde und Sie etwas mehr Sicherheit bekommen, um nicht Mitte 2024 dazustehen und dann keine Informationen oder keine Fahrzeuge mehr verkaufen zu können. Bei der Änderung der Kategorie B schaut das Ganze dann allerdings schon ganz anders aus. Wichtig ist, dass wir bei der Kategorie B wie auch bei der Kategorie C auf jeden Fall eine Risikobeurteilung benötigen. Um die kommen wir nicht drum herum. Das heißt, in dem Moment, wo Sie Änderungen der Kategorie B oder C vornehmen, bedarf es einer Risikobeurteilung. Je komplexer das ganze System ist, was Sie verbauen oder was Sie ändern, desto komplexer wird natürlich auch die Risikobeurteilung, die im Hintergrund erstellt werden muss. Basierend auf der Risikobeurteilung werden dann die nächsten Schritte eingeleitet bei der Kategorie B. Das heißt, es wird ins Gespräch gegangen mit dem Kraftfahrbundesamt zusammen im spezifischen Fall oder mit der jeweils anderen Behörde, mit der Sie zusammenarbeiten. Und es wird mit der Behörde zusammen beschlossen, jawohl, wir brauchen die Zertifizierung und jawohl, wir brauchen für als nächsten Schritt die Konformitätsbescheinigung. Dem Moment, wo das Basisfahrzeug eine Risikobewertung hat, wird geprüft, ob die Änderungen, die Sie durch den Aufbau vornehmen, Einfluss auf die Risikobewertung haben oder nicht und ob wir die weiter als gültig ansehen können. An der Stelle ist es wichtig, dass Sie versuchen, soweit es irgendwie geht, die Vorgaben vom Basisfahrzeughersteller zu berücksichtigen. Also sprich, wenn Sie dann Ihr System mit dem Basisfahrzeug verknüpfen, dass Sie sich sehr genau und so detailliert wie irgend möglich an die Aufbauherstellerrichtlinien halten, die im Normalfall mittlerweile auch die Anforderungen an Cyberrisiken mit berücksichtigen, sodass hier auch wirklich das Ganze mit abgesichert ist und Sie kein Problem bekommen, weil Sie in die Infrastruktur vom Basisfahrzeug auf eine unerlaubte Art und Weise eingreifen und somit die Risikobewertung vom Basisfahrzeug möglicherweise angreifen. Das würde den Aufwand dahinter enorm nach oben schrauben.
Auch bei der Kategorie B würden wir identifizierte Risiken am Fahrzeug dann auch praktisch prüfen. Das heißt, die ersten beiden Bullet Points bei der Kategorie B beziehen sich wieder auf das Thema Management-Zertifizierung. Der dritte Bullet Point bezieht sich auf die Fahrzeugprüfung. Sofern denn elementare Risiken vorhanden sind, die verbleiben. Bei der Kategorie B können wir durchaus auch die Situation haben, dass eine Risikobewertung ergibt, dass sie relevante Systeme verbauen, die aber nach momentanem Stand ein extrem niedriges Risiko darstellen. Somit bedarf es dann zum Schluss final des Aufbaus eines kleinen integrierten Managementsystems, aber bedingt dadurch, dass es offensichtlich ist, dass keine Cyberrisiken momentan da sind, werden keine Fahrzeugprüfungen durchgeführt oder brauchen keine Fahrzeugprüfungen durchgeführt werden, weil es eben sehr offensichtlich ist. Dann haben wir nur den Fokus auf das Managementsystem und nicht auf die Fahrzeugprüfung. Warum brauchen Sie dennoch ein Managementsystem? Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Zeit die Änderungen an der EE-Architektur, die Sie heute vornehmen, die einen sehr, sehr geringen Einfluss haben, möglicherweise komplexer werden. Und die Interpretation der Behörden ist momentan die, um sicherzustellen, dass im Zuge ihres Änderungsprozesses, Konstruktionsprozesses sichergestellt ist, dass relevante Änderungen auch auffallen, ist der Wunsch definitiv da, ein Managementsystem aufzubauen, das Managementsystem zu implementieren, auch wenn es im ersten Schritt recht einfach aussieht. Anders stellt sich das Ganze bei der Kategorie C dar. Bei den Änderungen der Kategorie C sind wir, ja, neudeutsch gesprochen, out of discussion. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Zertifizierung. Wir brauchen auf jeden Fall eine Konformitätsbescheinigung für das Qualitätsmanagementsystem. Die Änderungen sind derart komplex, dass wir überhaupt nicht drüber diskutieren müssen. Auch hier ist es allerdings so, dass der Aufbauhersteller an sich ausschließlich seine eigenen Modifikationen betrachtet. Das heißt, solange die Schnittstellendefinition und die Vorgaben vom Basisfahrzeughersteller eingehalten werden, können Sie sich zumindest ein ganz kleines bisschen zurücklehnen und betrachten nur Ihre Änderungen. Kritisch wird es, wenn Sie sich nicht an die Aufbauherstellervorgaben halten und die Risikobewertung vom Basisfahrzeug somit in Frage stellen oder zumindest diese dann nochmal durchgegangen werden muss, sodass Sie da unter Umständen in die Probleme kommen, dass Sie da nicht mehr vernünftig alles beurteilen können. Wenn bei der Risikobewertung alle Risiken benannt sind, ist es hier keine Frage des eventuell, sondern bei der Kategorie C ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine fahrzeugbezogene Prüfung durchgeführt werden muss, extrem groß. Das heißt, da auch die Risikobewertung als Grundlage dazu, wo der technische Dienst dann hergeht und schaut, wo haben wir was für Risiken. Und da spielt es jetzt auch hier ein Novum nicht zwingend die Rolle, sind es kritische Risiken oder sind es unkritische Risiken. Es ist explizit der technische Dienst aufgefordert, Risiken in alle Richtungen zu bewerten, auch wenn der Hersteller der Ansicht ist, es sind sehr niedrige Risiken, auch da mal eine praktische Prüfung anzusetzen, um zu sehen, ist denn die Risikobewertung plausibel, passt denn das überhaupt alles? Aber der Fokus liegt natürlich weiterhin auf kritische Risiken, wo die Möglichkeit der Einflussnahme doch durchaus sehr hoch ist. Wenn wir jetzt den normativen Punkt hier mal vorsichtig mit reinnehmen, sei an der Stelle klar nochmal gesagt, dass wir im Zuge des normativen Nachweises keine klare, eindeutige Referenz haben auf eine ISO-Norm oder auf irgendeine ISO-Norm. Es wird immer nur verwiesen, dass der Auditor eine entsprechende Referenz haben soll, im Hinblick auf die ISO 21434, aber nicht, dass die Grundlagen der ISO eingehalten werden sollen. Aber es steht an diversen Stellen in der Vorschrift der 155 drin, dass zumindest mal der Stand der Technik mit berücksichtigt werden sollte und dass wir dort auch entsprechende Aspekte mit berücksichtigen müssen. Und somit kommt dann indirekt der ganze Aspekt
der ISO 21434, also der ISO-Norm für die Security, wieder mit rein. Machen die Hersteller eine Einstufung, ob ein Sachverhalt möglicherweise relevant ist nach der ISO 21434, könnten die Hersteller zu der Einschätzung kommen, nein, der Sachverhalt ist nicht relevant, weil der Graph, Sie sehen das auf dem Bild oben rechts, wenn man dem folgt, wir haben zwar eine Veränderung, einen Einbau einer EER-Komponente, aber wir haben keine weiteren kritischen Verläufe, sodass eben laut der ISO man zu der Erkenntnis kommt, auch wenn es eine Änderung an der IE-Architektur ist, hat das keinerlei Relevanz im Hinblick auf die Cybersecurity bekommen, also auf den Pfad zu der Erkenntnis, nein, es muss nichts weiter gemacht werden. Etwas anders stellt sich der Sachverhalt dar, wenn man die R155 betrachtet. Bei der R155 sind die Risiken, die bewertet werden müssen, etwas anders aufgelistet. Sie sehen es in dem Bild rechts unten, eingruppiert in die Unterpunkte A bis H, wo zum Beispiel auch Sachen drinstehen, also sehr allgemein gehaltene Sachen wie sicheres Arbeiten des Fahrzeugs wird beeinflusst. Fahrzeugbezogene Funktionalitäten werden plötzlich unterbunden und hören auf zu arbeiten. Verlust von vertraulichen Daten bzw. Zugriff auf vertrauliche Daten oder, das sind immer so sehr, sehr unglücklich formulierte Punkte, andere Risiken, einschließlich Kriminalität, was natürlich die Möglichkeit oder die Tür öffnet für sehr, sehr viel Kreativität. Hier ist es wichtig für Sie, einfach nur mal mit dem Hinterkopf zu behalten, lehnen Sie sich, auch wenn das das State of the Art ist, bitte nicht auf die ISO 21434 ausschließlich zurück, sondern betrachten Sie ergänzend dazu auch die Einstufungen gemäß der UN-Regelung 155 und haben Sie das bitte mit im Hinterkopf bei der Risikobewertung. In Bezug auf das Beispiel, was ich vor, ich glaube, drei Folien gezeigt habe, kommen wir final zu der Erkenntnis, dass hier spezifisch in diesem Beispiel wir eine Einstufung gemäß Kategorie B oder C haben werden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Zugriff auf das Fahrzeug, auf das Basisfahrzeug. Wir haben nicht nur einen lesenden Zugriff, sondern wir haben auch einen schreibenden Zugriff. Wir können Fahrzeugfunktionalitäten beeinflussen, Stichwort Motor, Start, Stopp. Wir können Funktionalitäten vom Fahrzeug beeinflussen, Aufbau, Heben, Senken, Kehrsystem aktivieren, deaktivieren, Müllpresse einschalten, Müllpresse deaktivieren. Und bedingt dadurch, dass wir die Verknüpfung zum Fahrzeug hin haben und das im Fahrzeug implementiert ist, wäre die Quintessenz daraus, dass wir eben die Einstufung als Kategorie B oder C zu bewerten haben. Bedeutet für dieses Beispiel, wir brauchen auf jeden Fall mal ein Managementsystem, spätestens ab dem 7. Juli 2024 für die Erstzulassung der Fahrzeuge. Bitte haben Sie ein bisschen einen Augenblick darauf, ein Augenmerk darauf, dass wir hier über die Erstzulassung reden und nicht für die erstmalige Typgenehmigung. Das heißt, die Zeit ist nicht mehr so wahnsinnig großzügig. Bedeutet im nächsten Schritt, dass betroffene Hersteller eine Risikoanalyse machen müssen in Anlehnung an die ISO 21434, unter Berücksichtigung natürlich auch der Risiken, die in der R155 genannt sind. Im Nachgang würden wir nochmal eine offizielle Anfrage beim Kraftfahrtbundesamt zusammen machen oder bei der jeweiligen Behörde, damit die das genauso sehen. Aber die Grundlage dafür, das hat die Behörde auch gespiegelt, ist auf jeden Fall mal die Risikoanalyse. Ohne die können wir gar nicht erst weiter ins Gespräch gehen. Das heißt, das ist definitiv etwas, was als Vorarbeit an Arbeit auf betroffene Hersteller zukommen wird. Im Falle einer positiven Rückmeldung durch das KBA, was man jetzt an der Stelle auch als negativ umschreiben könnte. Ja, also im Falle einer negativen Bestätigung durch das Amt, jawohl, sie sind relevant, sind die nächsten Schritte notwendig, dass sie entsprechendes Managementsystem aufbauen,
Das ist ein integriertes Management-System. Das heißt, das ist nicht einfach so ein Blatt Papier, wo drauf steht, juhu, wir bewerten jetzt in Zukunft Cybersecurity-Risiken, sondern in Ihr bestehendes Management-System wird das integriert in die Einkaufsprozesse, in die Endkontrollprozesse, in die Konstruktionsprozesse und so weiter, sodass da Cyberabsicherungen, Cyberrisiken mit berücksichtigt werden. Es wird ein initiales Qualitätsmanagement-Audit geben müssen. Es wird ein Produktaudit, die Prüfungen gegebenenfalls geben. Und es wird entsprechende Überwachungsaudits geben für den Fall, dass wir eben in die Kategorie B oder C fallen. Verkürzungen innerhalb des Prozesses sind unter Umständen möglich. Die sind nicht elementar umfangreich. Das ist jetzt nicht so, dass wir hingehen und sagen, sie sind ISO 9001 zertifiziert und die Änderungen sind sehr knapp und deswegen können wir jetzt plötzlich die Auditzeit um 80% reduzieren und setzen uns mal einen halben Tag zusammen und schauen uns das an. Das wird leider nicht möglich sein, aber es gibt zumindest einen Ansatz, dass man zusammenfassen und verkürzen kann. Dann kommen natürlich auch je nach Risikobeurteilung fahrzeugbezogene Sicherheitstests mit dazu, die, wie vorhin schon erwähnt, abhängig davon sind, wie ist Ihre Risikobewertung final aufgebaut, was stellen Sie da alles dar und wie ist Ihr Managementsystem dann aufgebaut und was machen Sie da am Fahrzeug überhaupt für Änderungen. Ich möchte an der Stelle nicht unerwähnt lassen, dass das Kraftverbundesamt gerade in diesem Zusammenhang ein sehr schönes FAQ auf der Homepage aufgebaut hat, ein Technikportal. Sie finden den Link oder den Weg dazu rechts unten, in dem blauen Balken mit der weißen Schrift, dass Sie da hinkommen. Da kann man wirklich nochmal eine ganze Menge Informationen nachlesen. Das ist wirklich sehr schön aufgebaut, kann ich jedem von Ihnen nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und darüber hinaus hat das KBA schon seit Längerem auch entsprechende Dokumente zum Download mit zur Verfügung gestellt. Da gibt es zum Beispiel auch ein Dokument, das heißt Benennung von technischen Diensten. Ich möchte Sie jetzt nicht animieren dazu, dass Sie sich als technischer Dienst benennen lassen. Ja. Aber in diesem Dokument finden Sie auch nochmal eine ganze Menge Informationen, was muss denn der technische Dienst im Falle eines Audits alles bewerten, sodass man da auch als Fahrzeughersteller auch nochmal ein bisschen Überblick darüber bekommt, was wird denn für eine Anforderung an den Sachverständigen gestellt oder an den Auditor, was er denn dann alles zu prüfen hat. Das nur als ein Beispieldokument, was dort mit hinterlegt ist. Deswegen alle, die jetzt an der Stelle davon betroffen sind, von dem ganzen Sachverhalt, bitte schauen Sie doch mal einfach unverbindlich auf die Homepage von KBA und plausibilisieren Sie da durchaus auch mal die Informationen, die Sie von mir jetzt hier bekommen haben. Wir haben bis jetzt über das erste Beispiel gesprochen. Das war gerade ganz gezielt das Thema Cybersecurity von einem Hersteller von Mehrstufengenehmigungen. Im nächsten Schritt möchte ich gerne mal auf das zweite Beispiel eingehen, nämlich ein Hersteller, der Anhänger herstellt, Kategorie O4 in meinem spezifischen Beispiel, also schwere Nutzfahrzeuganhänger, und spielt keine Rolle, ob wir die Frage haben, ist es ein einfacher, ganz normaler, zwei- oder dreiachsiger Sattelanhänger mit Plan und Spiegel, so wie er heute mannigfaltig auf der Autobahn rumfährt, oder ist es ein eher Schwerlastanhänger oder ein Sonderanhänger, den wir hatten, zu bewerten haben. Dieses Fahrzeug bekommt alle diese Fahrzeuge haben ganz normal ihren ISO-Stecker zum Zugfahrzeug, was auch den CAN High und CAN Low mit implementiert. Wir haben bei all diesen Fahrzeugen zwischenzeitlich IBS-Systeme implementiert. Das heißt, wir haben Fabco Knorr Haldex oder vergleichbare Systeme, die eingebaut sind, um die Bremsensteuerung zu übernehmen. Wir haben ein Status-Board manchmal seitlich im Fahrzeug mit angebaut, was uns Informationen über das Fahrzeug liefert, also im Normalfall ein Lesezugriff,
auf Fahrzeuginformationen realisiert. In meinem spezifischen Fall haben wir, um das TPMS zu implementieren, noch ein Kennmodul am Fahrzeug verbaut, was dann eben die Kommunikation zu den Reifendrucksensoren mit realisiert. Und zwangsläufig sind Reifendrucksensoren nicht kabelgebunden, sondern kabellos mit dem mit dem restlichen Fahrzeuginfrastruktur verbunden. In diesem spezifischen Beispiel habe ich auch nochmal mit eingebaut das Thema Backend-Server-Kommunikation. Das hatte ich bis jetzt recht wenig angesprochen, aber auch das, in diesem Beispiel gibt es einen Backend-Server. Das heißt, man hat die Möglichkeit, Fahrdaten als Kunde auslesen zu können, dass man zum Beispiel irgendwelche Tracking-Informationen zum Fahrzeug bekommt, sodass der Flottenbetreiber entsprechend die Daten zu seiner Flotte bekommen kann. Ganz, ganz wichtig nochmal hier, der Hersteller in diesem spezifischen Beispiel möchte Software-Updates anbieten. Und zwar generell, egal ob homologationsrelevant oder nicht, Software-Updates sollen angeboten werden. Und diese Software-Updates beziehen sich auf Updates, nachdem das Fahrzeug eine Betriebserlaubnis bekommen hat und nachdem das Fahrzeug bereits auf der Straße unterwegs ist. Alle Software-Updates, die vor dem erstmaligen Zulassen oder vor dem Erteilen der Betriebserlaubnis, also dem Ausstellen des COCs gemacht werden, werden von diesem Sachverhalt nicht betrachtet. Die müssen anders geregelt werden. Deswegen hier auch nochmal ganz klipp und klar und rot dargestellt, es muss grundsätzlich erstmal der Wunsch überhaupt da sein, Software-Updates anbieten zu wollen. Wie sieht das in diesem Zusammenhang aus? Software-Updates ganz gezielt für derartige Fahrzeuge sind für neue Fahrzeugtypen zertifizierrelevant ab dem Juli 2024. Und auch hier in Klammern darunter wieder der Verweis auf die entsprechende EU-Verordnung, woraus dieses Datum hervorgeht. Und spätestens ab dem 7. Juli 2026 müssen sämtliche Fahrzeuge, die dann erstmalig zugelassen werden, entsprechende Nachweise erbringen. Schauen wir auch hier nochmal etwas detaillierter rein in den ganzen Sachverhalt. Wir haben die weiteren Schritte, die zu unternehmen sind, folgende. Auch bei der R156 ist es notwendig, eine Risikobewertung durchzuführen. An dieser Stelle ist nicht die ISO-Norm 21434 relevant, sondern wir haben den Verweis auf die ISO-Norm 24089, die sich mit dem Thema Software-Updates beschäftigt. Wenn die Risikobewertung besteht, sind wir auch hier gebeten worden, das Ganze mit dem KWA explizit nochmal durchzusprechen und mit dem KWA nochmal die Situation zu klären, inwieweit brauchen wir in welchem Umfang welche Auditierung im Nachgang. Nachdem das KWA oder die Behörde dann im Allgemeinen das nochmal bestätigt hat, ist auch in diesem spezifischen Fall die Situation gegeben, dass wir die Risikobewertung noch mal etwas detaillierter anschauen und wir in die Bewertung des Managementsystems einsteigen und im Zuge des Managementsystems schauen, wie geht denn der Hersteller mit den Software-Updates entsprechend um. Auch in diesem Zusammenhang wird es Überwachungsaudits geben. Das heißt, dieser Iterationszyklus von 3 Jahren zwischen initialen Audit, Überwachungsaudit und wieder einem initialen Audit, den gibt es hier genauso wie bei der UN-Regelung 155. Vergleichend haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, den Prozess geringfügig zu verkürzen, wiederum in Abhängigkeit der Risikobewertung, die dahinter steckt, was dann natürlich auch sinnvoll beschrieben und verargumentiert werden muss. Warum wollen wir denn eine Verkürzung überhaupt haben? Abschließend dazu findet natürlich dann auch die Produktprüfung statt, damit wir final auch sagen können, jawohl, das, was im Qualitätsmanagementsystem niedergeschrieben ist, findet sich dann auch in der Produktprüfung wieder.
Um hier mal ein Beispiel zu nennen, es wurde im Verkehrsblatt unlängst verlautet, fünf verschiedene Kategorien von Software-Updates, wie sie stattfinden können. Das beginnt bei einem Software-Update in der ganz einfachen Kategorie, nennt sich Bugfix oder Fehlerbeseitigung oder Wiederherstellen des ursprünglich genehmigten Sachverhaltes. Und das ist der einfache Sachverhalt. Das geht dann über, wie ändern homologationsrelevante Sachverhalte und endet dann zum Schluss bei dem Sachverhalt, dass wir Änderungen über das Software-Update derart einfließen lassen, dass COC-Daten oder Fahrzeugdaten geändert werden. Derartige Sachverhalte müssen natürlich im Bereich des Management-Systems mit betrachtet werden und mit berücksichtigt werden, sodass wir dort auch diese Kategorisierungen wiederfinden und sehen können, wie wird denn mit diesen unterschiedlichen Audits umgegangen. Es bedarf dann natürlich auch an irgendeiner Stelle einer Analyse, wenn ein Fahrzeug mit einem Update versehen wurde, wie stellt man denn sicher, dass das Fahrzeug dann anschließend überhaupt noch richtig funktioniert. Eingangs hatte ich erwähnt, dass Fahrzeuge der Kategorie O im Hinblick auf Cybersecurity ja ausgenommen sind im Zuge einer IG-TÜV-Genehmigung. Das ist nach wie vor richtig, das ändert sich auch nicht. Aber man hat im Zuge der 156 sich ein, oder der Regelungsgeber hat im Zuge der 156 einen Link eingebaut und hat die Fahrzeughersteller dazu verpflichtet, dass wenn Hersteller Software-Update relevant sind und dort eine entsprechende Zertifizierung haben müssen oder möchten, dass sie dennoch das Thema Cybersecurity nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Das heißt, im Zuge der 156 wurde im Punkt 713 das Thema Cybersecurity mit implementiert. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hergehen müssen und das Thema Cybersecurity plötzlich mit implementieren und da eine 155-Zertifizierung benötigen. Das bedeutet allerdings sehr wohl, dass zumindest ein geringfügiges Maß an Cybersecurity bei dem ganzen Managementsystem mit berücksichtigt werden muss. Und der Auditor, der sich um die Zertifizierung des Managementsystems kümmert, das auch mit im Auge haben muss bei der Zertifizierung des Systems. Das war's von meiner Seite aus erstmal zu den beiden Themen R155 und R156. Ich möchte, bevor ich das jetzt das Thema wieder übergebe an meine Kollegin, an die Sabrina, noch abschließend hinzufügen, dass in diesem ganzen Thema sehr viel Dynamik nach wie vor drin ist. Wir führen sehr viele Gespräche im Hintergrund, gerade über Fahrzeughersteller, die eben doch eher kleinere Änderungen vornehmen an dem Fahrzeug. Sind sie denn wirklich relevant? Sind sie nicht relevant? Da kann es sein, dass sich in naher Zukunft noch ein bisschen was tut. Das heißt, ganz, ganz wichtig, gehen Sie mit uns oder mit Ihrem technischen Dienst ins Gespräch, spielen Sie mit offenen Karten, unterstützen Sie auch den technischen Dienst, fundierte Anfragen bei der Behörde stellen zu können, damit Sie dort eine entsprechende Absicherung bekommen. Der Worst Case, der passieren kann, ist wirklich, dass ab dem Juli 24 oder später Fahrzeuge von Ihnen produziert werden oder an irgendwelche Händler ausgeliefert worden sind und diese Fahrzeuge keine relevanten Nachweise haben und Sie dann die Problematik haben, ein derartiges Managementsystem und die Zertifizierung, ich sage umgangssprachlich, aus dem Boden stampfen müssen. Denn diese Systeme baut man nicht eben mal nebenbei auf. Da steckt nicht unerheblich Arbeit dahinter. Drum nur von unserer Seite aus der Wunsch bzw. auch der Hinweis, sichern Sie sich entsprechend ab. Ansonsten danke ich Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Einblick in die beiden komplexen Themen 155 und 156 geben konnte. Für Fragen stehen wir später im Zuge der Fragerunde noch zur Verfügung. Ansonsten kommen Sie bitte gerne auch im Nachgang auf
uns zu. Und ich würde jetzt gerne wieder an meine Kollegin Sabrina übergeben mit den ersten Punkten. Vielen Dank.